So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Seht ihr das? Norman Ritter. Der Norman Ritter ist auch wieder am Start. Er ist heute wieder komplett down. Aber kein Problem, wir gucken mal kurz in die Forschung rein. Denn die Johto-Forschung ist da. Die Johto-Nostalgie-Herausforderung. Eigentlich soll es ab 13 Uhr losgehen. Es ist 10.13 Uhr, die Aufgaben sind schon da und die waren gestern Abend auch schon da, warum auch immer. Jetzt habe ich gestern Abend, als ich Geschenke verteilt habe, ist die eine Aufgabe natürlich schon gelöst gewesen. Das war nämlich, schicke ein Geschenk an einen Freund. Konnte ich jetzt nicht machen. Können wir dann trotzdem machen und ein Geschenk rausschicken an jemanden zur Vollständigkeit. Wir suchen jetzt aber erstmal ein Pokémon vom Typ Flug, Pflanze, Wasser oder Feuer. So, ist natürlich dumm, weil wenn wir jetzt rumlaufen, findet man natürlich keine Johto-Pokémon, weil wir nur die Kanto finden. Und guckt mal hier, da sitzt ein Bisasam und das ist sogar ein Shiny, ne? Das ist auf jeden Fall ein Pflanzen-Pokémon, was wir mitnehmen können für die Aufgabe, aber wir brauchen ja 3 Stück. Ganz da vorne ist auch noch die Judentafel, Gedenktafel. Da sitzt auf jeden Fall noch ein Bisasam. Das werden wir auch noch mitnehmen. Und ich habe in die Nearby-Liste geguckt. Es sieht ein bisschen spärlich aus. Ich glaube, am besten wäre es trotzdem, man wartet bis 13 Uhr. Nimmt dann die ganzen Viecher mit, weil die Spawns sind gerade echt seltsam. Ich glaube, die wechseln gerade. Es ist voll wenig los. Ihr seht kaum was. Wir gucken mal, ob das hier noch sitzt. Tippen das noch an. Das Shiny haben wir auch gefangen. 1 von 3. Passt auf jeden Fall. Nichts. Ja, dann müssen wir doch hier rüber an der komischen, kann ich euch mal zeigen, Gedenktafel der jüdischen Opfer. Ich hummel auch immer noch ein bisschen, der Ditschen hat auch ein blaues Knie. So kommt's, wenn man immer heimlich Wrestling macht. Da ist noch ein Bisasam, diesmal aber kein Shiny. Nehmen wir mit, suchen uns mal ein Flug-Pokémon und ein drittes für die erste Aufgabe. Gaga! Polizei uns auch gerade verfolgt, weil wir so Hells Angels sind. Diesmal sagt der Ditschen wieder nix, hä? Ja, hab noch gerade gekeult. Nö, aber deinen typischen Spruch. Hier, was haben wir denn? Da ist Wasser. Ist einfach eins weiter, da können wir eigentlich gleich dahin laufen, oder? Wenn wir das einmal da haben. Pflanze, Wasser, Feuer. Wo ist Wasser? Hier DBT-Drack, schnell hier durchgeschleust. Ja, viel Spaß. Seit wann ist denn die Toilette da hinten wieder auf? Das muss doch nicht sein. So, der Stop ist auf jeden Fall schon mal gedreht. Aber das Schicki ist noch nicht da. Gaststätte zum Königsapfel. Wenn ihr Bock habt, um 10 Uhr mal ein dickes Bier zu trinken, kommt vorbei. Da ist das Schicki. Die lassen sich wieder so schlecht fangen. Ich kann ja schon mal zurück zum Ditschen laufen. Wir müssen aber dann trotzdem noch ein Flug-Pokémon suchen. Die Aufgabe ist nicht fertig. Ist geflüchtet. Gut, dann ist es halt geflohen. Wie gesagt, wir melden uns, wenn wir ein Flug-Pokémon finden. So. Bitte einzeln eintreten, ihr seht's schon. Hier gibt's nämlich ganz professionell die gelben Säcke. Haben wir auch noch schnell mitgenommen. So muss es sein. Jetzt ist mir gerade klar geworden, Taubsi ist doch auch Flug-Pokémon. Wieso fangen wir nicht einfach Taubsi und Jurob habe ich auch noch gesehen. Das heißt, wir ziehen weiter. Gleiches Kapitel 1 Geschichte. Ah, mein Gesicht ist heiß und brennt. So, Jans hier schickt. Wir lassen das Jurob sitzen. Das Jurob sitzt nämlich auf dem Markt. Meine Augen brennen. Jetzt weiß ich, wie dir es geht. Die ganze Zeit. Gelbe Säcke haben wir auch auf jeden Fall. Wir laufen mal da hoch. Müssten jetzt nämlich hier noch das Bisasam dabei haben. Servus. Bisasam, also auch abgeschlossen. Und in der Nearby-Liste ist ein Taubsi. Da müssen wir jetzt einfach hier vorne links die Gasse hoch. Da müsste das schon da sein. Wir können aber mal hier schon die Bälle abholen. Können mal gucken, was hier drin ist auf dem Weg. Ein Dummiesel. Könnte ja shiny sein. Ist auf jeden Fall schon als shiny freigeschalten.
So. Werfen wir einfach mal einen Ball daneben. Und noch einen. Gibt's auch keinen einfach fabelhaft oder so. Freut ihr euch auf Dummiesel? Hat ja keine Entwicklung weiter. Ist halt ein einfaches Shiny. Sieht komisch aus. Als Shiny glaube ich auch. Nehmen wir trotzdem mal mit. Weil es aus der Aufgabe ist, bewerten wir es auch. Schlecht. Wunderbar. Und ich hoffe... Warum rennen wir denn jetzt? Ach hier, guck. Jetzt sitzt ja auch noch ein Tauboga. So. Das heißt, ich stelle euch einfach mal hier ins Ghetto und versuche das Tauboga zu fangen. Nö, nee, das ist schräg, da fällt es runter. Ne? Okay. Das wollen wir ja nicht. Das wollen wir nicht. Also fangen wir noch das Tauboga. Dann müsste das erste Kapitel sogar schon fertig sein. Ja, ich musste jetzt rennen, außerdem nennen das nicht Rennen. Ich bin nur schnell gelaufen. Weil sonst ist das Taubsi ja weg. Bin doch da. So, oh, Level 35 sogar. Wir können hier noch mal kurz gucken. Die letzten Sekunden vom Pikachu, bevor es eine andere Mütze aufhat. Können das noch abholen. Können die Kapitelbelohnung abholen. Eine silberne, zwei goldene und eins aus der Aufgabe. Ein Xatu. Dinge, die Welt nicht braucht. Xatu. So. Was machst du da? Schreibst du oder fotografierst du den Boden? Ich bin eigentlich so übelst froh, dass überhaupt mal meine komische Flat funktioniert. Weil bückt ihr euch auch immer auf alle Viere runter, wenn ihr eine Nachricht schreibt? Okay, sehr schön. Habt ihr auch behinderte Frauen bei euch im Ghetto? Schreibt es mal in die Kommentare. Das Xado bewerten wir natürlich auch. Ist natürlich auch schlecht. Aber sind im nächsten Kapitel. Spiele mit deinem Kumpel. Hallo. Gib deinem Kumpel drei Snacks. Ja. Fange ein Pokémon vom Typ Käfer. Guck mal, da sitzt ein Raupi. Ich glaube, das Raupi können wir mitnehmen. Das ist nämlich... Müsste ein Käfer sein, auf jeden Fall. Dann muss ich mit meinem Kumpel spielen. In der Öffentlichkeit. Ob das so gern gesehen ist? Stehe ich aber drauf. Komm, wir können hier Zeitlupe laufen in der Gasse, ne, weil... Weil hier Schatten ist und weil das Kapitel auch gleich vorbei ist. So. Gib deinem Kumpel drei Snacks, spiele mit deinem Kumpel. Ich weiß nicht, ob das schon geht. Ich glaube, ich kann ihm nur zwei Snacks geben. Obwohl, das frisst ja auch, wenn es keinen Hunger hat. Guckt euch an, wie es aussieht. Wir werfen mal was drauf. Eins. Jetzt seht ihr hier auch mal die Gasse. So. Zwei. Da seht ihr mal den Norman Ritter. Da seht ihr den... Der Geitsch. Wo? Hat geschrieben. Komm, einen braucht man noch. Jetzt seht ihr das Auto, was hoffentlich nicht hier reinfährt. Nein. Drei Snacks, wunderbar, obwohl er schon satt ist. Jetzt müssen wir noch mit ihm spielen. Mhm. Und er freut sich. Richtig genial. 14 Uhr schon. Die kriegt eine Nackenschelle, du. Ich sag's dir. Ach so, nee, hab ich aber nicht gedacht. Ich bin ja lieb. Ich glaube, das nächste Kapitel ist auch schon zu Ende. Okay. Ist wieder nichts zum Draufstellen, egal. Wir gucken einfach mal kurz. Fünf Bären. Ja, dann gehen wir halt wieder zum Zaun. Oh, jetzt steht wieder da, du musst erst deinen Forschungsdurchbruch abholen. Ja, wir back to the Zaun, Alter. So muss es auf jeden Fall sein. Das tut wohl mit den normalen Aufgaben das hier triggern. Ich dachte, ich habe hier eh noch nichts gelöst. Also kann ich auch nichts einlösen. Lösen, lösen, lösen. Dann holen wir halt mal den Feldforschungsdurchbruch ab. Müsste ja ein Shinux drin sein. Kann auch Shiny sein. Ne? Das habe ich beim letzten Mal bei den Kapiteln auch gehabt. Wer weiß. Ist auf jeden Fall kein Shiny. Hat 360. Komm, wir nehmen mal eine gelbe Beere. Moin. Können wir einfach ein paar Bonbons mal mitnehmen von dem. Ist ja egal. Lässt du die Leute in Ruhe? Mit Hemd. So. Ich glaube, der traut uns nicht über den Weg. Dem traue ich nicht über den Weg. So. Das bewerten wir mal. 26 Bonbons. Das war ja das Besondere, dass sie gesagt haben. Da gibt es extra Bonbons dafür, wenn ihr Shinux bekommt. Ist trotzdem nicht so gut. Jetzt können wir aber die Bären abholen, den Staub abholen, die Belohnung abholen, haben einen Weberack,
richtig genial. Letztens wollte ich noch einen Glückstausch mit jemandem machen, mit Weberack, weil ich gesagt habe, da fehlt mir noch der Eintrag. Jetzt kann keiner sagen, er hat keinen Weberack. Nehmt eure Weberacks und tauscht sie mit mir. Ich brauche noch ein glückliches Weberack, dann ist alles super. Ich glaube, ich habe letztens schon einen Weberack gemacht. Ich habe es vergessen zu bewerten. Das ist nämlich wichtig. Könnte ja ein 100er sein zum Verschicken. Und es ist ein Nichts. Dann drückt man nochmal hier drauf, haben nämlich noch die Belohnung von Kapitel 2. Wieder eine goldene, zwei silberne, also diesmal ist es andersrum. Und hier was Fettes, ein Tansa. Fettes Tansa gibt's gar nicht, Tansa ist nie fett, ist ja auch nichts dran. Das heißt aber, wir können eigentlich schon in die Hand nehmen, weiterlaufen, Kapitel 3 uns angucken. Und dann sind wir für heute, glaube ich, auch schon fertig. Beziehungsweise, der Ditschen hat sich jetzt extra eine Hose angezogen. Wir drehen natürlich dann weiter, aber ihr seht das in der extra Folge. Sagen wir es mal so. So, ein 96er Tansa ist okay, geht trotzdem besser. Wir sind im Kapitel 3, lande drei großartige Würfe, brüte ein Ei aus, fange ein Pokémon vom Typ Normal. Wir gucken mal kurz. Wir haben 1 Kilometer zu laufen, dann ist auf jeden Fall ein Ei fertig. Ein Pokémon vom Typ Normal. Könnte man eigentlich das Mauzi mitnehmen. Zack, haben wir auch einen großartigen Wurf dabei. Ich würde sagen, wir laufen ein bisschen, bis das Ei aufgeht und machen dann auch den letzten Wurf, dass wir jetzt noch mal einen schönen Übergang haben. Hier hätte man sich schön abstellen können, da auf die dreckigen Stromkästen. Aber egal, müsst ja hier das... Ach System. Da, der guckt da hin. Na, ich hab's ja auf der Kamera gezeigt, ist doch klar, das ist dann hinter mir. Warum? Also Ei ausbrüten, noch einen Wurf und dann sehen wir uns nochmal. So, da sitzt einfach mal noch so ein kleines süßes Dratini. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und dann haben wir uns hier an die Old Channel Bridge begeben, weil wir gerade auf dem Weg zum Netto waren. Jetzt haben wir den dritten großartigen Wurf leider schon am Dratini gemacht, ist aber nicht schlimm, denn hier ist ein Giratina Raid und das heißt, der Wurf wäre sowieso beim Giratina Raid fertig geworden. Jetzt muss ich gucken, dass ich noch in die Lobby reinkomme. Dratini mitgenommen, Lobby auf, zack, wunderbar, schönes Wetter, schöne Vögel, hässlicher Norman Ritter, nein, alles ist gut, so, in die Lobby rein, wir stellen mal die Kamera ab. Wir melden uns mal zurück nach dem Kampf, glaube ich, um zu gucken, ob vielleicht noch ein Shiny dabei ist vom Giratina. Und ansonsten, ja, machen wir dann das letzte Kapitel. So, das Ei muss ja noch aufgehen. So, beim Ditschen gab es wie immer Probleme. Immer wenn er in die Lobby reingeht, fliegt er halt einfach raus mit beiden Handys und steht irgendwo sonst wo, mitten auf dem Markt, statt im Park. Dann sage ich immer, er soll ein Stück laufen. Dann läuft er immer durch den Park und sprintet hin und her. Bis das eine Handy dann die Arena findet, er wieder reingeht und mit dem anderen trotzdem noch rennen muss, damit der Account sich zurechtfindet und zur Arena kommt. Dadurch haben wir natürlich jetzt ein bisschen Zeit verloren, ist aber nicht so schlimm. Bei 170 Sekunden ist er gelb geworden. Hier, der hat noch, ist noch mit dem ersten Team drin, bei dem anderen musste ich jetzt wechseln. Jetzt haben wir knapp bei 60 Sekunden, denke ich, ist es vorbei. Ja, ist ja klar, jetzt stirbt er natürlich noch. Jetzt ist er schon tot und bis der reinkommt, ist alles vorbei. Na, toll. Bei 59 war es down auf jeden Fall. Guck mal die schöne Hülle an. Wir gucken noch ganz kurz, ob ein Shiny dabei ist. Wenn nicht, fangen wir das für die Überblendung. Und ja, dann war es das, glaube ich. IV sind egal. IV braucht man nicht. 1873 ist schlecht. 1886. 86. Drückt. Und das andere? 68. 68. Shiny? Nein. Sehen sie gleich aus? Ja, und da ist auch kein Dings da oben drüber. Da ist kein Ding dran? Okay. Ja. Dann fangen wir das für die Überblendung. Melden uns zurück, wenn das Ei aufgeht. So, die Kilometer sind voll. Das Ei ist da. Ein 7-Kilometer-Ei. Sind wir gespannt, was da drin ist, ob Fossil oder Kando noch. Weiß nicht, ob das ein altes ist, müsste aber eins aus der Kando-Nostalgie sein. Weil es ein Ei ist, können wir es auch mal bewerten.
ist natürlich schlecht, ist aber ein Tangela. Können auch gleich ein... Oh nee, vielleicht muss ich noch ein Ei ausbrühen. Ich glaube, ich warte lieber mal. Ich sammle gerade 10er-Eier, dass ich mal eine Folge machen kann, wo ich nur 10er-Eier ausbrühe. Wir haben auf jeden Fall die Kapitel 3 auch fertig, die Kapitel. Haben hier eine TM, haben hier ein bisschen Staub, haben hier ein Pokémon, ein Snubbull. Snubbull gibt es ja auch jetzt am Wochenende, ist das dieses Wochenende, dieser Snubbull begrenzte Forschungstag. Keine Ahnung, was das schon wieder sein soll, interessiert mich eigentlich nicht. Hab ja meinen shiny Snubbull. Ich feiere dann lieber den Rauchtag, 6 Stunden streamen. Richtig dicke Aktion. Da sitzt der Ditschen auf der Bank. Der hat nämlich gewartet. Ne? Deswegen gucken wir mal, dass das auch schlechte Werte hat. Holen uns noch die Kapitelbelohnung ab. Haben wir nämlich hier. Da können wir das alles auf eine Bank stellen, glaube ich. Auf die dreckige Bank. Haben einen Mülltank. Oh. Ob das was wird, ich weiß es nicht. Wir machen es einfach mal so. Fangen das Mülltank. Da brauchen wir eigentlich auch keine Bonbons. Kann man ja nicht weiterentwickeln oder so. Ich habe auch noch von keinem gehört, der das hochgezogen hat. Aber die Bonbons würden bestimmt trotzdem reichen zum Hochziehen. Wir nehmen es einfach nur so mit. So, 322, also da sind mehr als genug da. Hat sogar relativ gute Werte. Das war's aber jetzt vom Kapitel 3. Wir melden uns wieder mit Kapitel 4, 5 und 6. Schreibt ihr mal rein, was ihr so bekommen habt bisher. War was Gutes dabei? Wie findet ihr die Aufgaben bisher? Und fandet ihr Kanto besser oder Johto besser? Dadurch, dass die Kanto-Spawns noch da sind, kann man das natürlich gerade nicht vergleichen. Aber es geht ja eigentlich um die Aufgaben. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.